Nach 3000 Kilometern hatte ich New Mexico erreicht. Am Tag zuvor war meine Stromversorgung kaputt gegangen, weshalb ich nun auf Papierkarten angewiesen war. Doch ich lag gut im Zeitplan und war neugierig auf den unbekannten Bundesstaat New Mexico. Mit Beginn der Jagdsaison zog es etliche Abenteurer in die Wälder. Am Abend luden mich meine neuen Nachbarn zum Bier ein und gaben mir sogar noch Proviant für den nächsten Tag mit. Das ist jetzt hier Hopewell Lake Campground. Es ist 17 Uhr und ich habe 50 Meilen geschafft auf ziemlich schlechten Straßen. Dazu kam noch, dass ich kein Wasser mehr habe. Ich musste heute mit einem Liter Wasser auskommen, weil ich nirgendwo welches gefunden habe. Die Creeks waren trocken und der eine Fluss, der war ziemlich dreckig. Und jetzt habe ich es hierher geschafft. Alle Flaschen sind leer. Und jetzt werde ich mich hier gleich mal an diesem schönen Wasserhahn bedienen. Lecker, alle drei Flaschen mit 4 Liter Wasser auffüllen und dann ordentlich was wegkuddeln. Wenn es Bier wäre, wäre es noch besser. In Abiquiú machte ich einen Pausentag und verschickte alle nicht mehr benötigten Sachen per Post nach Nevada.
Vor mir lag die letzte Erhebung über 3000 Meter Höhe, die ich in 2 Tagen schaffen wollte. Doch es kam anders als geplant. Guten Morgen. Bin jetzt von Abiquiú aufgebrochen in ein Hochland, was mir als Polvadera Mesa bekannt ist. Habe jetzt schon einiges an Kletterei hinter mir und wie man sieht, geht es jetzt hier noch ein Stück weiter in die Berge und bin mal gespannt. Das Land wird beschrieben als ähnlich trocken wie das Great Basin. Bloß, dass es eben noch bergiger ist. Ich habe 8 Liter Wasser mit mir und noch mal eine 2 Liter Flasche Dr. Pepper. Mal gucken, wie ich mit dem Zuckerwasser vorankomme. Okay, es ist jetzt 13.30 Uhr und ich habe jetzt erstmal den höchsten Punkt der Strecke erreicht. Wir sind hier auf ca. 10.300 Fuß Höhe und das eigentliche Tagesziel laut Reiseführer habe ich schon verpasst. Das war ein Campingplatz oder sagen wir mal eine Wiese, die weiter unten lag. Aber ich will hier sowieso nicht bleiben, ich will noch ein bisschen weiterfahren. Jetzt gucke ich mich hier erstmal um, ob es hier noch irgendwas zu sehen gibt. Und dann fahre ich weiter. Die Strecke war wieder mal ziemlich furchtbar. Ich hätte es viel schneller schaffen können, aber es war wieder alles dabei. Neu im Programm waren heute Felsplatten mit Rillen, über die man drüber balancieren musste. Ja, und das kostet eine ganze Menge Kraft und Tempo. Okay, mal sehen, wie weit ich noch komme. Wasser habe ich ja noch genug. Ja, wir sind jetzt hier bei 55 Meilen. Die Sonne geht gleich unter. Es ist 18.30 Uhr. Ist immer noch kein Zeltplatz in Sicht. Ich glaube, der nächste auf der Karte ist in 10 Meilen Entfernung. Das versuche ich dann nochmal zu schaffen. Die Straße ist jetzt besser geworden.
Wir gucken es uns gleich mal an. Macht euch weg! Macht euch weg! Ei. Ja, ich tue euch nichts. Macht, dass er wegkommt. Macht, dass er wegkommt. Ey, machst du, dass du wegkommst? Gute Kühe. So, es ist 20.15 Uhr. Circa 4 Grad warm. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. An dem Campingplatz bin ich vorbeigefahren, da habe ich nichts mehr gesehen, da war schon alles dunkel. Außerdem waren nur noch 2 Meilen bis zur Straße und jetzt sind wir hier auf der Straße. Und jetzt roll ich nach Cuba rein und habe keine Ahnung, ob dort irgendwas ist, wo ich schlafen kann. Aber wir schauen erstmal. Das ist dann wohl das Zentrum hier. Cuba. Gucken wir noch mal, was wir uns so zu bieten haben. Die Tour Divide nimmt von Cuba nach Grants den Highway. Doch die Piste durch die Wüste ist um ein Vielfaches interessanter, aber auch einsamer. Thank you.
said, I'm not alone. She said, I'm not alone. She said, I'm not alone. No, zwei Tage lang folgte ich Reifenspuren durch den Sand und kurz vor Grants hatte ich die Kanadier Steven und Gary eingeholt. Samstagmorgen, 8.30 Uhr. Seit einer anderthalben Stunde ist ungefähr die Sonne draußen und es ist trotzdem noch ziemlich kalt. Und meine kanadischen Kumpels sitzen im Zelt und frieren. Nein, in Wirklichkeit, Gary muss ein neues Loch im Reifen flicken und es sieht so aus, als hätte er auch noch eins im Reifen vom Anhänger. Also wir müssen jetzt noch eine ganze Menge Schläuche flicken, bevor wir nach Pytown kommen. Now this I know is a bona fide brand new tube that my boys would not have used because they do not own a small trailer. Okay. So this one is new. Life. You Canadians are tough guys, huh? What, with the cold? The cold, yeah. Well, no, the older I get, the more I appreciate the comforts of home and fire and... that one out and I have a hole. Damn. Oh well, better than when we started, I guess. Okay, Steven. Yeah. Can you just give me a hand for a sec, please? Okay, I need you to hold the tire on for me. What I'm doing is I'm just putting the tire back on, but it, you know, it wants to come off. So if you hold it on there, that makes all of it. Awesome, thank you. Towards the quiche myself. We do a quiche in a cup. Yeah, how big is the quiche? The quiche is like a slice of pie, the same size. It comes with little salad greens and honeydew. Right. And I mean, sometimes that's too much for someone coming in their car, but usually hikers and bikers, it's no problem. Mm-hmm. Yeah. A cup of the quiche down. Well, can I do a quiche and a bowl of the stew as well? Okay, a bowl? Yeah. Just...
Chill stuff. Great. Sorry, Stephen, do you mind getting out the dishcloth that we have? I can't find any here, and I just want to, we got to wipe the counter and stuff like that. Yeah. Actually, sounds like a good tune. Yeah. You want me to keep going on? They'll never know unless I write. This is no declaration. I just thought I'd let you know goodbye. Said the hero in the story. It is mightier than swords. I could kill you, sure, but I could only make you cry with these words. And then to find the front tire flat again in the morning, I have to take it off again. Oh, that was just a rather low point. That's the one. Oh no, the other one. The other way. Is that correct? That's right. Perfect. Okay. Thank you, sir. Good. Welcome. Okay. Door shut, yeah. Lights are all off, I think, eh? In Silver City wohnten wir in Williams Haus und organisierten unseren Rücktransport vom Ziel. Gary nahm den nächsten Flug nach Hause, so blieben nur noch Steven und ich übrig. Vor uns lagen 125 Meilen Wüste mit immer schlechter werdender Versorgung.
Mexican army starts a war. That's right. No one thinks it now. Okay. Zwei Meilen bis zur Grenze, dann haben wir's. Da war sie, die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Nach 63 Tagen und 4500 Kilometer auf dem Rad war die Tour vorbei. Here we are, this is the border. Der amerikanische Grenzbeamte schenkte uns ein Eis zur Belohnung. Dann kam auch schon unser Taxi und brachte uns zurück in die Zivilisation. Ob ich die Tour nochmal fahre? Ich glaube nicht. Es gibt noch so viele andere Dinge zu entdecken. Aber man weiß ja nie. Oh,
bye, turned around, and you were gone.